Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum neuesten Apex Guide. Heute geht es um Pathfinder. Pathfinder hat, so wie die anderen auch, drei Fähigkeiten, die er nutzen kann. Und zwar erstens die passive Fähigkeit, die nennt sich Überwachung. Zweitens die taktische, das ist der Haken. Und drittens die ultimative, das ist die Seilrutsche. Wir beginnen hier wieder mit der passiven Fähigkeit. Mit dieser könnt ihr an gewisse Knotenpunkte gehen, diese scannen und dann seht ihr auf der Karte, wohin sich der nächste Kreis bewegt, beziehungsweise wo der nächste Kreis geschlossen sein wird. Das seht nicht nur ihr, sondern auch eure Mates. Damit könnt ihr also den Grundstein für das taktische Spiel legen, da ihr eben nun wisst, wohin ihr dann in Zukunft gehen müsst und wo es möglicherweise eng werden könnte. Empfehlenswert ist es, diese Fähigkeit genau dann zu benutzen oder eben diese Beacons, die überall rumstehen, genau dann zu scannen, wenn die Zone gerade aktuell geändert wurde, weil dann könnt ihr eine sehr lange Zeit schon die nächste sehen. So habt ihr diesen Vorteil die längstmögliche Zeit über. Die zweite Ability ist die taktische und sie nennt sich der Haken. Dieser Haken ist für verschiedenste Zwecke gedacht. Man kann sich damit aus dem Kampf heraus katapultieren, man kann hineingehen, man kann Leute damit flankieren und so weiter und so fort. Wenn man ihn klug einsetzt, kann man sich damit einen sehr großen Vorteil erarbeiten. Viele nutzen den Haken in erster Linie dafür, um schneller voranzukommen. Also schmeißen ihn vor sich auf den Boden, ziehen sich hin, springen dann, sprinten und rutschen, um das Momentum mitzunehmen. Das ist an sich schon nicht schlecht, wobei sich schwingend, um irgendwas herumzubewegen oder um eine Ecke zu bewegen und schwingend sich nach vorne zu bewegen, etwas besser mit dem Haken funktioniert, als dieses reine, stupide nach vorne schießen und dann eben weiter rutschen. Mit dem Haken kommt ihr auch sehr gut an Positionen, an die man eigentlich nicht kommt oder nur schwer dran kommt. Das heißt, auf irgendwelche Mauern und so weiter, auf denen man gar nicht laufen kann, normalerweise, könnt ihr einfach drauf rumlaufen und runterballern. Das gleiche gilt für Dächer, Felsen und weiteres. Ihr könnt damit, und ihr solltet auf jeden Fall auch damit, auf Ebenen kommen, um euch zu verstecken oder eben um anzugreifen, auf die andere nicht draufkommen können. Wie vorhin erwähnt, könnt ihr euch mit dem Haken auch einfach aus brenzligen Situationen herausziehen. Wenn ihr zum Beispiel auf offenem Feld einfach angeballert werdet von irgendwo, ihr kriegt vielleicht gar nicht mit von wo, dann könnt ihr euch schon mal zumindest aus der ersten Beschusslinie ziehen. Diesen kleinen Haken an sich, also diese taktische Attacke, könnt aber nur ihr benutzen. Ihr könnt dann zwar damit auch einen Vorteil für euer Team erarbeiten, indem ihr dann eben eine gute Flankierposition einnehmt, aber ihr könnt euer Team nicht mitnehmen. Das geht mit der Ulti, und zwar mit der Seilrutsche. Mit der Seilrutsche könnt ihr an noch weiter abgelegene Gebiete kommen und eure Mates können da auch mitrutschen. Wohlgemerkt aber auch die Feinde. Der Cooldown für seine Ulti, also für diese Seilrutsche, ist sehr kurz. Das bedeutet, dass ihr für Pathfinder keinen Beschleuniger verschwenden solltet, also es geht wirklich fix. Die könnt ihr auf zwei verschiedene Arten benutzen, entweder steht ihr irgendwo unten oder halt mit eurem Team zusammen weiter weg und macht die Seilrutsche dahin, wo ihr hin wollt, oder ihr habt euch mit eurem kleinen Enterhaken irgendwo hingehakt und holt dann euer Team so zu euch, indem ihr die Seilrutsche zu ihnen schießt und sie dann einfach zu euch hinrutschen können. Ihr könnt die Rutsche in beide Richtungen benutzen. Bergauf, bergab geht alles. Mit dieser Seilrutsche könnt ihr für euer Team oder mit eurem Team zusammen, gemeinsam, extrem geile Flankierpunkte ausmachen. Ihr könnt auf Mauern von diesen eingezäunten Fabrikgeländen gehen, auf die man gar nicht drauf kann. Da kann dann nur ein anderer Pathfinder hin und die Leute, die eingemauert, also drin in der Fabrik sind, von oben beschießen. Und ihr habt den absoluten Highground. Natürlich muss man seine Rutsche etwas im Auge behalten, da eben ein Feind auch einfach da hochrutschen kann. Aber wenn man eben oben steht und gerade runterzielt an dieser Linie, hat man da auch perfektes Schussfeld dann auf den Rutschenden. Also der hat dann nicht großartige Chancen, außer er kommt unbemerkt zu euch hoch. Dann habt ihr natürlich geschissen. Natürlich könnt ihr mit dieser Seilrutsche auch einen Weg freimachen für euer Team, um aus einer brenzligen Situation rauszukommen. Also eben einen Ausweg zu produzieren, den sie auch benutzen können. Durch diese drei Fähigkeiten ist er wirklich ein guter Scouter. Er weiß, oder das Team weiß dann durch ihn, wo die nächste Zone ist. Er kann sich schön weit vorbegeben als Pathfinder und kann auch wieder zurückkommen, recht fix, wenn es eben Probleme geben sollte. Man kann scouten, also ansagen, wo Feinde sind, sie markieren und so weiter und eben auch wiederum aus dem Bereich fliehen, falls man gesehen wurde. Es ist also ein sehr agiler Charakter, man bewegt sich sehr viel mit ihr, man rennt viel, man rutscht viel, man hakt viel. Der Haken funktioniert übrigens nicht komplett linear. Also wenn ihr euch einhakt, laufen und Shift drückt und eben nach rechts guckt in Hakrichtung, dann schlagt er auch so einen kleinen Bogen. Also ihr könnt damit richtige Bogen schlagen. Der Haken schlägt in die Richtung aus, in die ihr schaut. Also ihr könnt da so richtige kleine Flugbahnen machen. Man muss es aber erstmal lernen. Es ist gar nicht so einfach. So ein bisschen wie früher auch bei Worms. Die Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass das Ninja-Seil auch eine Sache für sich war. Da musste man doch erstmal etwas trainieren. Und so ist es eben auch mit dem Pathfinder. Aber alleine das Herausgrabbeln mit seinem eigenen Hook oder eben mit der Seilrutsche für alle, ist es auf jeden Fall wert, ihn zu spielen. Ich finde auch generell, dass er einer der elementaren Charaktere ist, so wie Lifeline. Also Lifeline und er sind zwei extrem wichtige, für das Team wichtige Legenden. Natürlich hat jede Legende ihre Vor- und Nachteile, auf jeden Fall. Aber so ein Grundteam sollte zumindest, also im Minimum, immer eine Lifeline dabei haben. Und ja, dieser Klettermax ist halt auch nicht schlecht. Soweit zu diesem Tutorial. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Morgen ist wieder Livestream um 18 Uhr am Donnerstag. Vergesst das nicht. Streams sind jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Da wird wieder ordentlich reingebuttert. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.